Natron und Backpulver mischen. Zucker, Glukosesirup und 55 ml Wasser, ohne Rühren im Spieltopf aufkochen, Klammer auf, sie rechts, Foto A, Klammer zu. Auf höchster Stufe sprudelnd kochen. Sobald der Zuckersirup trüblich beige eingekocht ist, Klammer auf, Foto B, Klammer zu, beiseite stellen. Natronmischung zugeben, zügig mit dem Schneebesen zum dicken goldgelben Schaum verrühren. Sofort, Klammer auf, vorsichtig, Klammer zu, in eine mit Backpapier ausgelegte hitzebeständige Schüssel geben, Klammer auf, Foto C, Klammer zu. Beiseite mindestens 1,5 Stunden komplett abkühlen und fest werden lassen. Zweitens, Hornhaut kommt mit dem Esslöffel rücken in kleine Stücke zerklopfen, Klammer auf, Foto D, Klammer zu, und bis zum Anrichten in trockener, erschließbarer Dose beiseite stellen. Zubereitungszeit 30 Minuten plus Abkühlzeit 1:30 Stunden, Proportion 0 Gramm E, 0 Gramm F, 12 Gramm Ka gleich 48 Kilokalorien, Klammer auf 200 Kilojoule, Klammer zu, Tipp, restlichen Hornhaut kommt in flüssige, gekühlte Zartbitterkuvertüre tauchen, unterstrichend auf einem mit Backpapier belegten Blech fest werden lassen. Hornhaut in trockener verschließbarer 1, sie maximal 3 Tage aufbewahren. Brioche mittelschwer, gut vorzubereiten für 4 Portionen Brioche 375 Gramm Mehl plus etwas Mehl für die Form 60 ml Milch, 20 Gramm frische Hefe, 25 Gramm Zucker, Salz, 100 Gramm Butter, Klammer auf, weich, Klammer zu, plus etwas Butter für die Form 2 Eier, Klammer auf, KI. M, zimmerwarm, Klammer zu, Kamillenmilch, 400 ml Milch, 20 Gramm Zucker, Salz, 10 Gramm, getrocknete Kamillenblüten, 1 Ei, Klammer auf, KI, M, Klammer zu, 1 bis 2 Hexaliter Butterschmalz zum Braten, außerdem, Küchenthermometer, Kastenform, Klammer auf, 24 cm Länge, Klammer zu, erstens Mehl in eine große Schüssel, 7, in die Mitte eine Mulde drücken, Milch leicht erwärmen, Klammer auf, bis maximal 40 Grad, Thermometer benutzen, Klammer zu. Hefe zerbröseln mit Zucker und eine Prise Salz in der Milch auflösen und in die Mulde geben. Etwas Mehl vom Rand auf die Hefemilchmischung geben und anschließend zugedeckt an einem warmen Ort 25 Minuten gehen lassen. Zweitens, Butter und Eier zum Teig geben. Mit den Knethaken des Handrührers zu einem glatten, elastischen Teig kneten. Zugedeckt an einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen, bis sich das Teigvolumen verdoppelt hat. Drittens, aufgegangenen Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche mit den Händen durchkneten. Kastenform mit etwas Butter fetten und dünn mit Mehl ausstreuen. Teig